wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen und wir sind heute wieder in Österreich, in schönen Oberösterreich bei Peter Affenzeller und zwar in Alberndorf. Und den hatten wir schon, Peter Affenzeller, hier oben haben wir ihn, oberhalb von Linz. Und wir haben hier nun den Single Malt Whisky, der fehlt noch. Vor 2 Jahren ist es jetzt schon bald her. Da habe ich schon den Blend und den Grain Whisky probiert. Heute kommt der Single Malt dran. 42%, 3 Jahre alt. Und gelagert wird das Ganze in frischen amerikanischen Weißeichenfässern. Kunststoffkorken. Diese 0,2 Flasche kostet 19 Euro. Und ich hatte vor kurzem Geburtstag. Und da habe ich von meiner lieben Frau hier bekommen eine schöne Flasche und ein schönes Whiskyglas aus Deutschland. Einige werden es kennen. Von Olaf Tappert kommt dieses schöne Whiskyglas. Das, was ich bald bei einem schönen Single Malt verwenden werde. Darauf bin ich schon gespannt. Das kommt sicher auch demnächst in ein Video. Wenn ich einen schönen, komplexen Whisky probiere, dann kommt das dran. Und heute probieren wir eben diesen Peter Affenzeller, 3 Jahre alter Single Malt. Farbe eher ins Hellgold. Und wir haben hier eine weiche Nase. Wir haben hier gleich getreidige Noten. Schön malzig. Es kommt Vanille, es kommt Karamell, eine schöne, ruhige, weiche Nase. Einige Österreicher stellen ja jetzt schon Desinfektionsmittel her. Das haben wir auch natürlich jetzt in anderen Ländern, in Amerika, Jack Daniels, Heaven Hill, produzieren jetzt alle Desinfektionsmittel. Auch einige in Österreich tun das jetzt schon. Whisky-Produktion wird eingestellt und viele stellen jetzt Desinfektionsmittel her. Auch am Gaumen bleibt es sehr ruhig. Keine alkoholische Schärfe. Wir haben hier eine Malzigkeit. Auch hier jetzt kommt wieder die Vanille. Viel Honig, Honigsüße. Abgang bleibt es dann jetzt eher malzig. Eine süße Malzigkeit. Was ich ja immer noch habe, was immer beim Affenzeller, was ich hier immer finde, ist eine Walnuss. Die kommt hier noch zum Tragen. Aber ein schöner Junge, noch nicht so komplexer, Single Malt aus Österreich, bekommt hier von mir eine 3. Eben, wir haben hier eine schöne Malzigkeit, schöne Vanille, also diese frischen amerikanischen Weißeichenfässer geben hier schon ihren Stempel. Wir haben hier Vanille, bisschen Karamell, schönen Honig und zum Schluss noch eine schöne Walnuss. Gefällt mir sehr gut. Eine 3 geht in Ordnung für diesen 3-jährigen Single Malt. Hat frische, schöne Aromen. Nicht bitter. Sehr schön. So, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt zu Hause. Und ja, hoffentlich geht das mit dem Corona bald irgendwann vorbei. Hoffen wir. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky Nerd. Ciao.